In Cambridge. Wahrscheinlich habe ich trotzdem die letzten zwei Sek Frames, dass ich das Itch von Cambridge noch drin habe. In der nächsten Folge. Aber ja. So, dann haben wir das schon mal. Und ich mache zur zweiten Folge definitiv, glaube ich, den richtigen Lichtstrahler an. Also das richtige Licht in diesem Raum, weil es doch ein bisschen dunkel jetzt gerade ist. Oder wird. So. Schauen wir mal. Training. Wer hat sich denn da verbessert? Mark Ford, 3,4% ist der mit dem größten Trainingsfortschritt. Das ist doch schon mal gut. Und Glyn hat fast das Trainingsziel erreicht. Nice. Tito ist auch fast soweit, ja. Wie gesagt, der kann auch halt noch richtig interessant werden. Ne? Hier. Steve, 2,9. Braxton, gibt sich auch immer mehr Mühe. Was hat Ronny? Auch 2%, nice. Nochmal einer mit 2% mit Townsley. 1,2 Hughes. Ja, wie gesagt, Stumpfi bin ich halt echt unsicher, was wir mit dem machen. Vielleicht leihen wir den mal aus zur Rückrunde. Komm, auch wenn du auch Innenverteidiger kannst, ne? Hat jetzt McCarthy schon mal von der Moral. 61. Wir sind immer noch nicht komplett so. Das Uni-Duell, wie wir es in der ersten Saison genannt haben. Die Folge dürfte mittlerweile online sein. Ja, die On-Folge ist längst online. Aber auch, glaube ich, das Rückspiel dürfte jetzt. Genau, das war eine Folge davon, die ich geschnitten habe. Machen wir mal 1000 von dreien. Und trainingsfrei machen wir auch. Ein bisschen Erholung tut immer gut. Zolt Löw. Stimmt, der war ja auch noch da, ne? Oh, Neil Fowkes steht bei Leeds United im Kurs. Und Werder Bremen verpflichtet vielleicht einen Wiese. Allerdings Markus Wiese. Ach, stimmt, das war das Top-Talent, ne? Von Erfurt. Das Schlimme ist, wenn die den. Also, Schlimme positiv. Der wird da spielen. Bei Werder, schätze ich mal. Der wird nicht jetzt so untergehen. Sagen wir mal klanglos. Und ist noch keiner an Patrick dran. Für diese Ablösesumme, ne? David Jarolim nach Bayer Leverkusen. James Beattie nach Chelsea? Fragezeichen. Okay. Emile Mpenza nach Valencia. Okay. Boah, Valencia 142, ne? Ein Galvez. Orlando Pérez Arrieta. Und wir haben einen Camoronesi. Diego Camoronesi. Ist leider Egoist Einzelspieler. Schade. David Sanchez. Ja, selbst von der zweiten von denen wird sich keiner uns anschließen wollen. Aber dann gehen wir mal weiter, ne? Dann gehen wir mal zum Spiel nach Cambridge. Oh, dieser Stuhl, ne? Und da sind wir auch schon.
Irgendwas in den News Center erhalten? Nein. Schnitt Jugend, wie hat sich das entwickelt? 53, 34, 2. Aber Taylor hat sich verletzt. Und man kann nicht sehen, was. 34% für Greg. Come on. Do it. Danach kriegt nämlich Thompson das noch als Trainingsziel auch und dann gibt ihn. Speichern. Mitreden. Wir kriegen ja auch, glaube ich, hier einen neuen Sponsor, ne? Zur neuen Saison, wenn ich mich nicht irre. Zur dritten Saison. Finanzstatus. Sponsor. Ja, kriegen wir auch hier hin. Dann schauen wir direkt mal, wie Cambridge auftritt. Fast so ähnlich wie Huddersfield von der. Farrington im Tor, Angus und Murray auf den Außenverteidigerpositionen, Fiebold und Richwell in der Innenverteidigung, Phillips im defensiven Mittelfeld, Tudor und Pembridge davor, Kitson hängt in der Spitze, Breen und Alcid komplettieren die Aufstellung. Ja, das kann schon. Wird auch nicht einfach. Wird nicht einfach, Leute. Sind Neunter. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir rein, ne? Rein. Oder gibt es hier noch irgendwelche Überraschungen mittlerweile? Ratepriest seiner Schalke hatte ich eben schon nicht übersehen, aber gesehen, aber nicht vorgelesen. Mustafa Latundi, ne? Nee, Musa Latundi vom Benin. Ja, das wäre auch noch so ein Kandidat, den man noch sehen kann. Oh, was ist das denn für ein gutes Talent? Und Valencia ist auch an ihm interessiert. Miguel Vázquez Alvarez. Ja, ist ein guter Spieler von Ecija. Ecija. Genau wie hier der Conte. Danny Conte. Nee, ganz schwer. Da wird in der Zeit sofort vom Alter, ja. Im Watson. Ben Watson. Oh, das ist auch ein Originalspieler, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Geh mal rein. Telefix hat auch noch einen Taylor. Alex Taylor. Linkes Mittelfeld, ja, spielen wir nicht mit. Vielleicht irgendwann mal, um so ein Backup-Spielsystem zu haben, aber jetzt noch nicht. Jens Langenecke. Nach Gladbach, okay. Fragezeichen. Geh mal rein erstmal. Herr Steven Thompson, der Schiedsrichter heute geht bekanntlich sehr locker mit gelben und roten Karten um. Haben Sie die Mannschaft darauf eingestellt? Erstens, natürlich, meine Spieler werden sich heute in kritischen Zweikämpfen sicher zurückhalten. Auf der anderen Seite werden es aber gerade die Stürmer dieser Art Zweikämpfe suchen. Man kann gegen den Schiedsrichter sowieso nichts machen, wir werden spielen wie immer. Ich kenne den Parteiischen nur als einen sehr korrekten, aufmerksamen Mann. Ihre Frage kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. So, wer sagen wir mal das? Das motiviert die Fans auch ein bisschen. Die Fans haben großen Respekt vor dem Schiedsrichter. 2401 Zuschauer bei bewölktem Wetter, 299 von uns dabei. Chris Beverick, Level 3 Trainer, 4 und 16. Mir wäre Ersteres lieber als Zweiteres. Dann gehen wir rein. Gehen wir es an. Los geht's. Die Zuschauer sind hoffnungsvoll von Cambridge. Wir gehen aber direkt auch in den Vierball Thornton, aber. Zum Keeper, aber keiner von uns ist schnell genug da. Gelb für Poro. Trikotzuckens, das ist nicht gut. Angriff Robinson. Doppelpass mit Hand, aber Murray geht entschlossen dazwischen. Das ist nicht gut für die gelbe Karte. Phillips ebenfalls gelbe Karte wegen Trikotzuckens. Hand wird im Mittelfeld nicht angegriffen. Mit der Ablage zu Robinson, der schießt, aber verzielt. Schade. Schade, schade. Jetzt Cambridge Phillips auf Cambridge. Doppelpass. Aber Thompson mit der Glanzbeide. Farrington, Fieldboard. Überflüssiger Querpass zum Gegner, zum uns. Aber da, von uns ist da niemand. Schade. Also, sie sind auch was nervös. Murray. Aber McCarthy ist da mit dem Kopf und kann klären.
Jetzt weichlos Cambridge. Zirkelt den Ball über die Mauer, aber Thompson steht in der Torwart-Ecke und packt sicher zu. Murray. Hält einfach mal drauf. Ashton blockt ihn ab. Genau, wir hätten vielleicht gucken können. Trioball Cambridge, aber Robinson hat den Pass abgefangen. Green. Breaks down, das ist ein Schuss, aber keine Probleme für Harrington. Halbzeit 0:0. Ja, die Stimmung ist unzufrieden, ich bin auch nicht komplett. Ne? Wir müssen sie dann bestrafen. Und ihnen die Kritik an, das ist gut. Tito hat leider nicht geklappt. Fili nimmt's aber mit. Nicht aufgeben. Das sieht nicht gut aus. Aber ich erwarte zumindest eine professionelle Einstellung in der zweiten Halbzeit. Genau das. Und Poro muss leider, glaube ich, raus zur 60. Oder 50. Jetzt zur 50. kommen. Sicher, sicher. Ich will keinen Platz mehr riskieren von Poro. Dafür ist er mir zu wichtig. LCD wird vorbelastet. Wird gesehen wegen Anmerken des Schiedsrichters, ja, und der kennt nur Kompromisse, gelb, flip. Angus kommt für Alford auf Seiten Cambridges. Boyle kommt für Kitson. Cambridge unter Angriff. Cambridge tunnelt Robinson, er zieht aus, schießt aus dem vollen Lauf am Tor vorbei. Wir wechseln. Bärenholt kommt für Townsley. Ach, der Ecke für uns. Elzop hoch. Kopfball aus seinem Mittopf und Bessham. Schön gehalten von Farrington. Schade. Kelly kommt für LCD. Angriff 77. Thompson, Ashton, riskanter Querpass. Ecke. Cambridge, Bambridge. Phillips, Deckabnahme, aber gut pariert von unserem Thompson. Cambridge wieder. Phillips. Alleine, aber Robinson bleibt anhängen. Mit diesem Zweikampf. Cambridge, Junior. Aber Bramble schießt gerade ein Tor vorbei. 5 Minuten noch. Gelbe Karte für Barrow, auch er wegen Meckerns. 9. Ecke, Elzop auf den kurzen Pfosten. Aber diesen fängt Farrington ganz sicher. Tito sieht ebenfalls gelb im gefährlichen Spiels. Ashton sieht gelb im taktischen Foul. Riskier's. Vielleicht können wir noch eine Chance hin. Ja, Braxton. Hat man noch Kelly vor sich, setzt sich durch, präzise Flanke, seitfalls die Hand, der Ball senkt sich tückisch, der Ball landet auf dem Tornetz, nein! Moin Trinan, auch wenn du nur kurz da bist, moinzen! Was geht denn bei dir? Gerade heimgekommen, okay. Kam schade, wir hatten gerade in der letzten Sekunde per Seitverzieher die Chance noch zu gewinnen im Uniduell. Der Ball senkt sich stückig, aber er landet nur oben auf dem Tornetz. Schade, ne? Achso, ich hab's noch mitbekommen. Okay. Glenn Thompson, zusätzliche Ablösesumme in 25 Spielen. Okay. Wir rutschen auf Platz 7 zurück, aber Anchoring Antrier hat gegen Blackpool im Spitzenduell verloren. Es wird eng, 6 Punkte. Hätten wir jetzt gewonnen, wären wir dran, ne? 43, dann wären wir richtig schön dran. Aber ja, kann man leider nicht ändern. Dadurch ist zwischen Platz 8 und 3 alles drin. Und jetzt bitte im nächsten Spiel wieder gewinnen, weil die Tordifferenz spielt dieses Jahr echt mit. Die Ergebnisse: Torquay gewinnt 1:0 zu Hause gegen York City, Colchester und Carlisle 2:1 fürs Heimteam, Peterborough gewinnt 2:0 gegen Scunthorpe, Southend gewinnt 2:1 gegen Darlington, Hull gewinnt 4:0 gegen Macclesfield, Northampton gewinnt 3:1 gegen League, Leeds Orient und Swansea trennen sich unentschieden 1:1, Blackpool gewinnt das Spitzenduell bei Accrington 1:0. Huddersfield verliert zu Hause 4:1 gegen die Bristol Rovers. Wir 0:0
in Cambridge. Doncaster gegen Wrexham 2:1 und Lincoln gewinnt 1:0 bei Kidderminster. Ist jemand von uns dabei? Ja, McCarthy. Ja, das wird ihn auch freuen. Er war ja lange verletzt. Paolo Lewis. Wahnsinn. Was ist das für ein Mann? Mitläufer, okay. Schade. Aber er kann auch innen und links. Wenn er den Charakter hätte, dann wäre er ein interessanter Mann. Und Matthew Lenny. Spezialisiert toll. Gelb-roter Gatte. Harley. Ja, hättest du nicht gegen uns, also vor dem Spiel gegen uns vom Platz fliegen können, hättest du nicht bei uns gegen uns getroffen. Fitz Phillips. Okay. Aber gegen Cambridge, gegen die wir jetzt gespielt haben. Zuschauer sehen schwaches Spiel und keine Tore. Schade, ja. Kann man leider nicht ändern. Brad Friedel. Wie waren Sie in der Schule? In Sport hatte ich eine sehr gute Note. So. Ist es so jetzt weiterziehen? Clint Thompson hat es. Nice. Wir brechen. Bin aber mal wieder lernen. Ja, ich habe gestern schon gesagt, alle Leute im Chat bei mir sollen dir die Daumen drücken. Das wäre top, wenn du das schaffst. Dienstag, genau. Extra Streaming frei, dann für. Nein, ich habe sowieso Dienstag frei vom Streaming her und dann. Aber mach dir nichts draus. Ich kann sowieso Daumen drücken. Ich muss wieder ganz viel ausdrucken, stand jetzt von der Aufgabe her. Also, ja, wenn der Drucker streikt, wie gesagt, toi toi toi, du kriegst das hin. Oh, Mann gegen Mann bringt sogar zwei. Ja. Mach mal, aber dann lassen wir das auch. So, speichern wir mal und sind was ganz ruhig, wie gesagt, ne? Und zwar genau jetzt.